Mal wieder Valentinstag. Mal wieder kein Geld. Mal wieder keine Idee. Und vor allem keine Zeit, um noch irgendein cooles Geschenk zu kaufen. Damit euch genau das dieses Jahr nicht passiert, habe ich hier drei coole, schnelle und günstige Last-Minute-Geschenkideen zum Valentinstag. Ich hoffe, ihr findet das ein oder andere zum Nachmachen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Beginnen wir gleich mal mit meinem persönlichen Lieblings-Do-It-Yourself, und zwar Rubbellose zum Selbermachen. Diese kosten euch nämlich nicht nur wenig Zeit, sondern auch wenig Geld, weil ihr viele von den Sachen, die ihr braucht, wahrscheinlich schon zu Hause habt, wie zum Beispiel Papier, Stifte, einen Pinsel, Spüli aus der Küche, was ihr vielleicht bräuchtet, wie eine Box, um alle Rubbellose reinzutun, ein bisschen Acrylfarbe und klares Klebeband. Damit ich sehr schnell viele Rubbellose hinbekomme, habe ich mir einfach die Arbeit gespart und das Ganze am Computer entworfen. Also hier ein Cover für die Box und hier sind meine Rubbellose. Diese könnt ihr natürlich ganz frei nach eurem Geschmack oder dem eures Schatzes gestalten, mehrmals ausdrucken und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Ausfüllen. Und da seid ihr wieder total frei, denn ihr könnt Dinge reinschreiben, die etwas kosten würden, wie zum Beispiel einen Gutschein für einen Kinobesuch. Oder ihr sagt, ihr wollt zusammen essen gehen, also schreibt ihr einen Essensgutschein rein. Oder ihr macht kostenlose Sachen, wie zum Beispiel eine Massage. Oder ihr macht witzige Sachen, wie zum Beispiel Porsche und Niete. Also wird dieser Gutschein leider nichts. Ihr seid ja wirklich total frei in eurem Guthaben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht's weiter mit dem Klebeband. Am einfachsten finde ich das Ganze, wenn ihr euer Klebeband etwas ausrollt und dann auf den Tisch legt, aber natürlich nicht mit der klebrigen Seite nach unten, sondern nach oben, weil sonst wird es ja ankleben. Und dann nehmt ihr euch euer Rubbellos, dreht es um und dann müsst ihr die Fläche, die ihr später auch als Rubbellos haben wollt, mit dem Klebeband bedecken. Also hier in meinem Fall, ich will mit dem Klebeband die Herzen abdecken. Achtet am besten darauf, dass es keine Luftblasen gibt, das wird dann unschön aussehen. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach die Seiten abschneiden und die Ränder dann nach innen oder nach hinten umklappen. So sieht dann gleich das Ganze aus, also wirklich unauffällig. Es stört überhaupt nicht, ist nur an dieser Stelle etwas glänziger als das normale Papier. Und wenn ihr dann wollt, auch einfach um das Papier zu verstärken, weil ich habe zum Beispiel ganz normales Druckpapier genommen, dann könnt ihr es nochmal auf ein weiteres Stück Papier aufkleben, was das Ganze auch noch ein bisschen schöner wirken lässt, finde ich persönlich, weil es so einen kleinen Rahmen gibt. Aber wie gesagt, in der Gestaltung seid ihr ganz, ganz frei. Jetzt geht es los, indem wir unsere Rubbellose beschichten wollen. Und dazu nehme ich mir diese silbrige Acrylfarbe. Ich hatte noch diese schwarze zu Hause, also habe ich es gemischt, damit es so einen schönen dunkelgrauen Farbton gibt, wie Rubbellose nun mal sind. Und dann habe ich das Spüli genommen. Und hier ist das Wichtige, das Mischverhältnis. Ihr nehmt euch nämlich zwei Teile Acrylfarbe zu einem Teil Spüli. Dann vermischt ihr das alles ganz gut. Und wenn ihr das gemacht habt, tragt ihr es einfach ganz vorsichtig auf die Stelle auf, die ihr haben wollt. Das Wichtige ist nur, dass es wirklich auf dem Klebeband ist und nicht auf dem normalen Papier, damit wir später, wenn es getrocknet ist, dann auch gut wegrubbeln können. Das Ganze braucht nur 1 bis 2 Stunden, bis es trocken ist und ihr braucht da wirklich nur eine Schicht davon. Und dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr könnt es eurem Schatz übergeben, der das Ganze natürlich mit einem Centstück freirubbeln kann und sich über sein Valentinstagsgeschenk freuen kann. Ihr könnt diese Lose natürlich genauso gut für eure Eltern, Freunde, Geschwister zum Geburtstag oder Jahrestag oder was auch immer machen, denn ihr könnt da so viele verschiedene Sachen reinschreiben und ich bin mir sicher, es werden sich alle drüber freuen. Weiter geht's, indem wir unser eigenes persönliches Überraschungsei gestalten und euer Beschenkter oder Beschenkte wird sich immer wundern, warum bekomme ich nur ein Ü-Ei zum Valentinstag, bis er oder sie dann die eigentliche Überraschung findet. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein paar Ü-Eier und ein scharfes Messer. Ihr beginnt ganz einfach damit, ganz, ganz vorsichtig die Hülle vom Ü-Ei zu lösen. Und darum habe ich auch mehrere gekauft, einfach falls was schief geht, dass ich noch ein paar andere Eier habe. Und bei mir ging es am besten, indem ich das Messer benutzt habe, aber ihr könnt genauso gut einfach eure Fingernägel dazu benutzen. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr zwei ganze Hüllen haben, die nicht beschädigt sind, damit ihr sie später wieder benutzen könnt. Dann geht es weiter, indem ihr natürlich das eigentliche Ü-Ei öffnet. Ich habe es hier so ein bisschen angesägt, bis es dann langsam so geknackt hat und dann konnte ich es ganz einfach öffnen. Und dann seht ihr hier die zwei Schalen und könnt das gelbe Innere rausnehmen.
Und ja, das Spielzeug da drin ist natürlich immer cool und ihr könnt es auch gerne zusammenbauen oder benutzen. Aber was wir machen wollen, ist eigentlich unser eigenes Geschenk da reintun. Ich habe zum Beispiel einen Gutschein für einen Hallenbadbesuch mit Wellness geschrieben, aber schreibt rein, was auch immer ihr möchtet oder einfach nur eine nette Botschaft. Und dann rollt ihr das Ganze auf und platziert das Ganze wieder in dem gelben Innenteil. Jetzt kann es eigentlich wieder ans Schließen gehen und dazu habe ich mir etwas heißes Wasser in ein Glas getan und habe wieder mein Messer genommen, es da reingelegt und einfach für ein paar Minuten da drin sitzen lassen und dann geschaut, ob es auch wirklich heiß genug ist und dann damit die Seiten vom Ü-Ei wieder so angewärmt, damit es wieder klebrig wird und mir wieder ein bisschen Wasser geholt, damit sich einfach die Schokolade wieder leicht löst und klebrig wird, damit wir es dann wieder auf das andere Teil aufkleben können. Seid dabei natürlich sehr vorsichtig, damit eure Fingertemperatur nicht irgendwelche Dellen im Ei hinterlässt oder es vielleicht nochmal schmelzen würde. Und wenn ihr es dann ganz vorsichtig wieder aufeinander gesetzt habt, könnt ihr es wieder zurück in die Hüllen tun und wieder ganz ordentlich schließen. Und dann natürlich verschenken. Dann natürlich noch der Klassiker, ein Kuchen in Herzform. Aber mal ehrlich, wer hat schon eine Herzbackform zu Hause? Also wir oder ich zumindest nicht. Und darum zeige ich euch heute jetzt noch mit meiner Schwester zusammen, wie ihr aus zwei runden Kuchen, wie ihr sie hier seht, ganz einfach ein Herz zaubern könnt. Das Rezept zu diesem Kuchen hier findet ihr auf dem Foodblog meiner Schwester, A Healthy Love. Den Link verlinke ich euch in der Infobox, damit ihr da ganz schnell mal vorbeischauen könnt. Aber jetzt zum Kuchen. Ihr nehmt euch also eure zwei Kuchen und schneidet so das obere Teil ab, damit sie so ungefähr in gleicher Höhe sind. Dann schneidet ihr den kleineren Kuchen einmal so genau wie es geht in der Mitte durch. Dann versucht ihr mit eurem Messer circa abzumessen, wie groß der Durchmesser von dem Kuchen ist. Sie nimmt hierzu einfach ihre Finger und überträgt diese Länge auf den größeren Kuchen und schneidet dann diese Länge als Stück von der Seite, so wie ihr es hier seht, ab. Das gleiche macht ihr dann nochmal so im 90 Grad Winkel als anschließende Seite zu der, die ihr gerade geschnitten habt. Und dann nehmt ihr wieder das Stück und legt es weg, denn die beiden Stücke braucht ihr nicht mehr. Weiter geht's, indem ihr euch diese zwei Halbkreise nehmt und an die geschnittenen Seiten dranlegt. Jetzt könnt ihr auch genauso gut einen Mickey Maus Kuchen draus machen. Oder ihr macht weiter mit dem Herz, indem ihr einfach das Messer so anlegt, wie ihr es hier seht und nach unten hin eine Spitze formt. Ihr seht also, das war mega leicht und hier habt ihr euer Herz. Das sieht schon richtig gut aus, aber weil man natürlich die Kanten sehen würde und wie ihr es geschnitten habt, das sieht natürlich nicht schön aus. Darum hat meine Schwester sich selbst eine so Creme gemacht, die ihr auch auf ihrem Blog findet. Also alle Infos zu diesem Kuchen, auch die Durchmesser von den Kuchen, die findet ihr auf ihrem Blog. Und dann sieht das Ganze natürlich schon viel schöner aus. Und jetzt haben wir auch noch eine Deko-Idee für euch. Sie hat einfach solche Schokoraspeln genommen, die einmal komplett um das Herz drumherum gegeben, was ich persönlich finde, dass es dem Ganzen eine sehr schöne Optik verleiht und etwas an eine Schwarzwälder Kirschtorte erinnert. Und dann hat sie von Dr. Oetker diese Deko-Marzipan-Dinger genommen und daraus ganz viele kleine Kügelchen geformt und die einmal so als Formumrandung um das Herz gegeben und dann mit einem Dekostift auch von Dr. Oetker einmal das Wort Love in die Mitte geschrieben. Und dann nochmal aus dem Marzipan zwei kleine Herzchen geformt. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Valentinstag und falls ihr eine von diesen Ideen nachmacht oder sie euch gefallen haben, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.